Hallo, heute habe ich mir gedacht, wir machen passend zur Grillzeit. Wir haben ja schon in unserem, ich glaube, das war der zweite Rezepttipp, unsere Mayonnaise vorgestellt, die ohne Ei war. Und diese Mayonnaise, wenn ihr die nochmal zubereiten wollt, müsst ihr nochmal einfach in den Rezeptblick zurückgucken. Ansonsten kann man damit die klassischen Ableitungen ziehen. Wir machen heute einen Thousand Island Dip. Das ist so eine klassische Ableitung mit Ketchup, Orangensaft, Paprikawürfelchen, Zwiebelwürfelchen, Schuss Brandy. Dann machen wir eine klassische Aioli mit Knoblauch, Cayenne, Pfeffer, Zwiebelwürfelchen, eventuell, wenn man mag, frische Kräuter rein. Dann machen wir eine Remoulade, eine Tiroler Soße und so eine Spanische, so eine Andalus-Soße, etwas würzig pikant. Geht alles relativ schnell, wenn man einmal die Basis hat. Und für Thousand Island Dressing klein bisschen O-Saft zu, ein bisschen Brandy, Zwiebelwürfelchen. Und das Typische für Thousand Island sind die Paprikawürfel. Thousand Island deswegen 1000 Inseln. Die Inselchen der Paprikawürfel, die man halt in der Marinade später erkennen soll. Und ein bisschen Ketchup. Kannst du dann einfach gut durchrühren. So, einmal. Dann machen wir uns die klassische Aioli. Ihr seht, das sind alles Sachen, die sehr schnell abzuleiten sind, recht einfach zu machen. Knoblauch, ein wenig Cayennepfeffer, ein paar Zwiebelwürfelchen und wer mag, frische Kräuter. Einfach untermengen und fertig. Als drittes machen wir uns eine Remoulade. Dazu brauchen wir noch ein paar Cornichons, klein geschnitten, Zwiebelwürfelchen, ein paar frische Kräuter, Petersilie, ein bisschen Kerbel, ein bisschen Estragon. Das Ganze nicht zu fein hacken. Ein klein bisschen Gurkenessig. Essig von den Cornichons. Den Vorteil hat eine milde Säure, da das schon angesäuert ist. Ist nicht so intensiv wie normaler Essig. Und gibt dem Ganzen eine milde Note und ein klein bisschen Zucker. Das sind alles Dips wunderbar, sowohl zu Fleisch als auch zu vegetarisch, zu Gemüse, wie auch immer. Wunderbar zum Dippen für Brot. Und Nummer 3. Dann machen wir uns unsere andalusische Soße. So machen wir die Tomate halbieren, vierteln, schneiden das Fruchtfleisch raus und davon feine Würfel. Ein bisschen Tomatenmark dazu. Ein klein bisschen Cayennepfeffer und Paprika ganz dünn vorplanchiert, das heißt im Wasserbad kurz leicht sieden lassen. Wichtig ist hier gut zu verrühren, da das Tomatenmark sich erstmal langsam unterarbeiten muss, weil das ja relativ fest ist. Und zu guter Letzt machen wir uns unsere Tiroler Soße. Da kommen auch noch mal ein paar Tomatenwürfelchen zu. Feine Schalottenwürfelchen. Ein bisschen frische Kräuter. Und auch hier ein bisschen Tomatenmark. Oder wer mag, wer es nicht dieses, den intensiven Tomatengeschmack mag, auch ein bisschen Tomatenketchup. Und das sind alles klassische Ableitungen von der Mayonnaise, die ja als weiße Grundsoße gilt. So, und Nummer 5. Schnell, einfach und gut.